Hey, hallo, ich bin die Steffi von Hey Pretty und ich wollte für meine Review von der Miraskin vom Ultraschall Gesichtsbehandlungsgerät wollte ich noch ein kurzes How-To machen auf Hochdeutsch, damit mich auch meine deutschen Leserinnen verstehen. Und es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst, was ich gut finde, dann, du brauchst irgendwie so 3-4 Minuten Zeit, nicht länger, 2-3 Mal pro Woche. Du brauchst dafür das Miraskin-Gerät und unbedingt noch das Ultraschall-Gel, damit das Ganze auch schön gleitet auf dem Gesicht. Und ganz super wird es, wenn du anfängst mit dem Hyaluron-Serum. Das gibt es auch von Miraskin, finde ich eine sehr schöne Formel. Ich glaube, ziemlich konzentriert, geruchsneutral. Und idealerweise startest du, weil das kannst du wirklich dann richtig schön in die Haut arbeiten, drückst du dir zuerst etwas vom Hyaluronic-Serum auf, gerne auch auf die Augen, das ist total okay. Danach aber mit dem Gerät, mit dem Ultraschall, nicht auf die Augen gehen. Also es ist wirklich die Augenpartie wieder ausgespart und der Kehlkopf. Und man sollte es auch nicht an den Ohren benutzen, aber ich wüsste nicht, wer sowas macht. Dann starten wir mit dem Gerät. Einschalten. Ich komme mir vor wie ein Home-Shopping-Channel. Aber das Lustige daran ist, dass du eigentlich nicht merkst, dass es eingeschaltet ist. Wenn du das testen willst, kannst du einen Tropfen Wasser drauf geben und dieser wird ganz leicht so zu blubbern beginnen. Dann merkst du, dass das Ultraschall funktioniert. Man hört nichts und man spürt eigentlich auch nichts. Es ist einfach irgendwie super angenehm kühl, wenn man das macht. Also ich finde es im Sommer total angenehm. Jetzt gebe ich vom Ultraschallgel, gebe ich das großzügig aufs Gesicht, damit das Ganze schön flutscht. Noch ein bisschen. Ich kenne das eigentlich nur von meinen Schwangerschaften, dass man Ultraschall gemacht hat auf dem Bauch. Schön großzügig auftragen, auch auf dem Hals. Und jetzt können wir loslegen. Eingeschaltet. Müssen wir erstmal eine Gesichtshälfte zuerst. Hier in der Mitte von der Stirn. 3 Bewegungen schön nach oben. Ich mache alles ein bisschen zu schnell, aber dann hier ausstreichen an der Stirn. Ich mache da meistens 3-mal die 3 Linien. Wie gesagt, man spürt eigentlich nichts während der Behandlung. Das ist einfach so kühl, es wird dann mit der Zeit ein bisschen warm. Jetzt die Wangen, Augenpartie von der Nase her. Ausstreichen. Da mache ich auch meistens 3 verschiedene Linien. Alles noch schön nach oben ausstreichen. 3-mal. Kinnpartie bewegen sich nach vorne. Und beim Hals noch nach unten ausstreichen. Und einfach den Kehlkopf auslassen. Also diese Partie, hier nicht mit behandeln. So, das wäre die eine Gesichtshälfte. Ich würde sagen, ich trage noch etwas vom Ultrasound Gel auf. Weil es zieht relativ schnell ein. Das kann man auch einfach quasi abwaschen. Ich reibe es einfach meistens ab. Das ist auch völlig geruchslos. Hier wieder, die Mitte haben wir schon gemacht. Hier aussteichen. Hochsteichen. Der Kopf ist ganz glatt von der Miraskin. Der wird dann mit der Zeit, nimmt das quasi meine Hautwärme auf. Aber es fühlt sich eigentlich super angenehm an. Das ist ein kleines Bügeleisen. Oh, das waren jetzt 4-mal. Ich hoffe, du zählst nicht. Und jetzt noch den Hals. Und bam! Das war's schon. Ich klopfe das Gel meistens noch etwas ein. Oder du kannst es auch abwaschen, wenn du findest, es ist ein bisschen zu klebrig. Aber wenn ich das abends mache, dann geht das wunderbar. Und das war die Miraskin.